Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Friedensfreundinnen und Friedensfreunde, ich begrüße Sie und euch ganz herzlich, die ihr jetzt schon da seid, und wir werden sicher noch viel mehr werden, auf dieser Kundgebung für den Frieden zum Abschluss von ganz vielfältigen Aktionen zum Tag der Befreiung, 70 Jahre nach der Befreiung Deutschlands vom Faschismus. Wir werden versuchen, euch durch diesen Mittag, Nachmittag zu führen. Wir, das ist Christa Weber-Herzog, Leiterin des Weber-Herzog-Musiktheaters in Berlin, und das ist Rainer Braun. Er ist Geschäftsführer der Initiative Juristinnen und Juristen für den Frieden und allen Friedenfreunden bestens bekannt durch seine vielen Aktivitäten für den Frieden. Und jetzt erinnere ich daran, vor 45 Jahren, 1945, vor 70 Jahren, hieß es: nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg. Und heute, deutsche Soldaten kämpfen wieder mit deutschen Waffen für deutsches Geld in aller Welt. Krieg heult in der Welt. Es rast der Tod. Der Schrecken wütet. Die Erde brennt. Entmenschte Gebete flehen Gott in den Kot. Diese vier Zeilen aus einem Erich Mühsam-Gedicht wurden geschrieben vor 100 Jahren und sie sind aktueller denn je. Wir brauchen dringend eine Welt des Friedens. Wir brauchen eine Welt, in der niemand Hunger leidet, in der jeder ein Dach über dem Kopf hat und der sich keiner an dem Elend und an der Arbeit eines anderen bereichern kann. Dafür kämpfen wir heute. Und wir kämpfen auch dafür, dass der 8. Mai endlich ein offizieller Feiertag wird. Da beziehen wir uns auf den UN-Beschluss aus dem Jahre 1985. Und jetzt darf ich Ihnen vorstellen, die Sängerin mit dem Akkordeon, Isabel Neuenfeld. Sie singt für uns antifaschistische Lieder und sie wird beginnen mit einem Lied in allen vier Sprachen der Alliierten. Bitte, Isabel Neuenfeld. Wo sind sie geblieben? Sag, wo die
Schatten sind. Was ist geschehen? Sag, wo die Soldaten sind. Where have all the graveyards gone, little keepers? Where have all the graveyards gone, du temps passé? Wo sind all die Gräber hin? Quand nous rentrons un jour, wann wird man je verstehen? Bravo! Isabel! Isabel! Vielen Dank, Isabel Neuenfeld. Wir werden noch viel mehr Lieder heute von ihr hören. Sie wird das ganze Auftaktprogramm heute umrahmen. Und jetzt habe ich einen Gruß zu verlesen von Albrecht Müller. Albrecht Müller war Planungschef im Bundeskanzleramt unter Willy Brandt und Helmut Schmidt. Und er war SPD-Abgeordneter von 1987 bis 1994. Und er ist Herausgeber und Autor der Nachdenkseiten. Das ist der meistgelesenste Politblog in Deutschland. Er schreibt: Es ist hierzulande nicht mehr selbstverständlich, gegen Krieg zu demonstrieren. So sehr wird heute geistig und tatsächlich wieder aufgerüstet. Denken Sie an die Kriegsbereitschaftsaufrufe von Politikern der Europäischen Volkspartei. Umso verdienstvoller ist es, dass vom Berliner Aktionsbündnis 70 Jahre Tag der Befreiung und von der Friedenskoordination Berlin bei aktiver Beteiligung von Freundinnen und Freunden der Nachdenkseiten zu einer Demonstration nach Berlin eingeladen worden ist. Diese Aktion hat meine volle Unterstützung. Und jetzt singt wieder Isabel Neuenfeld. I hope.
sessions. I wonder if you can. No need for greed. Vielleicht das Eindrucksvollste des gestrigen Tages. Für mich war es, dass Zehntausende zu den Ehrendenkmälern Treptower Park und Tiergarten zogen und dort Blumen niederlegten. Unsere Kanzlerin ist nicht nach Moskau gefahren. Die Menschen haben der Sowjetunion, den Alliierten und der Roten Armee gedankt für die Befreiung. Sie legten Blumen nieder für die 27 Millionen Sowjetsoldaten, die für unsere Freiheit mitgefallen sind. Dieses eindrucksvolle Erlebnis gestern zeigt, wie tief in unserer Bevölkerung die Sehnsucht, aber auch die Hoffnung nach Frieden und Freundschaft mit Russland verbunden ist. Dieses ist ein eindrucksvolles, auch ermutigendes Zeichen des gestrigen Tages gewesen. Eine Frau, die ihr Leben dem Kampf gegen den Faschismus in allen Spielarten gewidmet hat, die schon als Jugendliche aufgestanden ist gegen den Faschismus und die diesen Kampf bis in das hohe Alter von 90 Jahren fortsetzt, ist heute bei und mit uns. Begrüßt mit mir Erika Baum. Wenn jemand das Recht hat, die Stimme an diesem Tag zu erheben, ist es Erika. Und wir freuen uns, dass du heute zu uns gekommen bist und zu uns sprechen wirst. Erika, das Mikrofon ist deins. Dankeschön. Und jetzt werde ich gleich kaputt machen. Genossen, hier rein, hier ist ein Punkt, der hat keinen weißen Punkt dahin gemacht. Liebe Freunde, Genossen und, wie sagt man, Weggenossen, wir haben miteinander vieles erlebt, wir haben miteinander doch eine ganz schöne lange Zeit hinter uns gebracht und wir standen und gingen und kämpften auf der richtigen Seite. Das ist etwas in diesem Lande. Wir haben den Tag der Befreiung in vielerlei Aktionen erlebt. Es war, ich bin so alt und bin dabei gewesen, es war ein Tag der ungeheuren
Freude, Befreiung im allseitigen Sinn des Wortes, Anfang eines großen, wunderbaren, neuen Lebens. Und es war ein Tag der Trauer, weil wir an die Opfer gedacht haben, die gebracht werden mussten, damit dieser Sieg über den Faschismus und den Krieg gewonnen werden konnte. Und in dieser Verantwortung, Genossen, in dieser Verantwortung, Freunde, diesen Opfern gegenüber, diesen Genossen gegenüber, die heute hier nicht mehr stehen können, in dieser Verantwortung befinden wir uns. Denn, und nun kommt ja etwas sehr Ernstes, wir leben heute in einer Zeit, wo die Losung nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus gar nicht mehr zeitgerecht ist. Heute leben wir unter Bedingungen, wo auf der ganzen Welt Krieg geführt wird, Kriegsvorbereitung stattfindet, Kriegshetze in der ganzen Welt ist. Aber wir setzen mit unserer Aktivität gegen den Krieg, den Kampf derer fort, die den Sieg über den Faschismus und über den Krieg gewonnen haben. Wir setzen sie fort, ihren Kampf. Wir nehmen sie mit auf unsere Demonstrationen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir nicht vergessen, dass wir nicht zulassen, dass vergessen wird, der Zusammenhang mit Faschismus und Krieg. Der Zusammenhang, nicht nur eine Summe, der Zusammenhang, das gehört zusammen, Faschismus und Krieg. Und es fängt damit an, dass wir die Losung ausgaben, wer Hitler wählt, wählt den Krieg. Vorher. Und es haben uns viele nicht geglaubt. Und sie mussten es dann nachher erleiden. Das, was wir vorher gesagt hatten. Aber nicht nur wir haben diese Losung ausgegeben und das muss ich euch sagen, weil das, Mensch, der ist ja, ja, das muss ich euch sagen, es gibt auch noch andere, die diesen Zusammenhang dargestellt haben und ihr werdet euch wundern, es ist der Herr Krupp, der im Zusammenhang mit den Nürnberger Prozessen erklärt hat, es gibt keine Ideale, das Leben ist ein Kampf für die Macht. Und dann sagt er, in diesem harten Kampf brauchten wir harte und starke Führung. Hitler gab uns beides. Nach Jahren seiner Führung fühlten wir uns alle viel besser. Herr Krupp sagt es deutlich. Und Brecht hat es dann so ausgedrückt, der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem das kroch. Das heißt, wir müssen die Frage stellen, was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir die Wurzeln für Faschismus und Krieg erkennen müssen. Und das ist die Monopolbourgeoisie. Ihr Interesse, der militärisch-industrielle Komplex,
Sie brauchen Faschismus, sie brauchen Krieg. Aber in einem Staat der Monopole, der Banken, der Konzerne will man so etwas nicht hören. Dann redet man von Faschismus als von der dunklen Zeit Deutschlands. Man will nicht wissen, was das Wesen des Faschismus und des Krieges ist. Aber man sagt auch, in Europa wird Deutsch gesprochen, denn wir sind so gut aus der Krise herausgekommen, gestärkt aus der Krise gekommen. Es wurde schon einmal Deutsch gesprochen in Europa. Welche Worte im Deutschen wurden in andere Sprachen aufgenommen? Sie marschieren heute nicht mehr mit der SS in anderen Staaten ein. Nein, sie kommen mit der Troika. Und die griechischen Genossen wissen genau, und die Werktätigen, was Deutsch sprechen in Europa hieß und heute heißt. Was man auch nicht vergessen darf, Freunde, heißt, dass es im Faschismus, unter den Bedingungen des Faschismus und der Faschisierung, die Möglichkeit und Notwendigkeit des Widerstandes gibt und geben muss. Wir sind hier auf dem Hackischen Markt, ein paar Ecken weiter, gibt es die Rosenstraße. Da haben am 27. Februar 1943, als die letzten Juden bei der Fabrikaktion gefangen genommen wurden, die Angehörigen, die arischen Angehörigen, die arischen Partner, sich vor diesem Haus versammelt und gefordert, die Freilassung ihrer Partner. Man wollte sie wegjagen. Sie sind in Nebenstraße gekommen und gegangen und wiedergekommen. Und es sind diese 2000, die da verhaftet wurden, nach und nach freigelassen wurden. Das Wichtige daran ist, dass der Widerstand zur Kenntnis genommen wird, dass die Möglichkeit begriffen wird, nicht, dass er verschwiegen wird, nicht, dass er verleumdet wird, wie zum Beispiel der Widerstand in Buchenwald, in Auschwitz, in Mauthausen. Es werden nur die Opfer benannt und es werden nicht diejenigen genannt, die gekämpft haben unter diesen Bedingungen gegen den Hitlerfaschismus. Und jetzt, ich finde, das ist immer an einem solchen Tag der Erinnerung des Sieges und der Empfindungen, die wir damals hatten und der Ziele, die wir damals hatten und der Schritte, die wir gingen. Ich habe bei Schulreform mitgemacht. Wir haben die Klassenschule Ach, gut. Also diese Größe der Zeit, dieses Wunderbare der Zeit, wenn man daran denkt, aber wir haben es erlebt, das ist gut, das gibt uns Kraft, dann ist es schwer manchmal, die heutige Zeit sehr vernünftig, nicht mit allzu viel Emotion, aber ein bisschen schon, zu ertragen. Die USA und die NATO führen seit den 90er Jahren, ist ja klar, einen Krieg nach dem anderen. Soll ich sie aufzählen? Irak,
Jugoslawien, Libyen, Syrien, der Kampf gegen die Palästinenser. Sie führen den Kampf um die Neuaufteilung der Welt. Sie führen den Kampf allseitig um die Neuaufteilung der Welt. Sie führen den Kampf mit unterschiedlichen Methoden, mit der Form von Stellvertreterkriegen von allen möglichen Seiten. Aber sie führen den Kampf um die Neuaufteilung der Welt. Und Deutschland ist dabei. Helmut Kohl hat, und ich bitte euch auf das Datum zu achten, 1991 gesagt, Deutschland hat mit seiner Geschichte abgeschlossen. Es kann sich künftig zu seiner Weltmachtrolle bekennen und sollte diese ausbauen. 91, Weltmachtrolle Deutschlands und ausbauen. Und das wird heute fortgesetzt. Fortgesetzt mit den verschiedensten Aktionen und Schritten. Mit der Politik dieser Regierung in Deutschland wird die Politik nach Weltmachtbestrebungen zum Teil in Übereinstimmung und zum Teil im Widerspruch zum USA-Imperialismus umgesetzt. Wieder wird im Zusammenhang von ökonomischen Interessen der Mächtigen paktiert, unterstützt und bewaffnet faschistische Bewegungen. Wieder wird im Interesse der Monopole werden faschistische Bewegungen unterstützt und sie liefern ihnen sogar die Waffen. Ich meine die Ukraine. Ich meine, dass sie dort zeigen, was ein Krieg heute bedeutet, dass ein Krieg heute, dass dort ein Lehrbeispiel vorgeführt wird. Und wir wollen nicht glauben, dass die Ukraine weit, weit weg ist. Die Leute auf der Straße wissen, dass der Krieg näher kommt, dass das nicht nur fremdes Leid ist, was da in der Ukraine geschieht. Und ich bin in Übereinstimmung mit den Antifaschisten in der Ukraine, die von unserer Regierung fordern, dass Verhandlungen umgesetzt werden zur Herstellung des Friedens. Die aus Donetsk kommen Briefe zu Frau Merkel. Briefe, die von ihr fordern, dass sie der Verpflichtung, die sich aus der Minsker Beratung ergibt, gerecht wird. Wir müssen dies auch von Frau Merkel fordern. Aber Kinderchen, bin hab ich gar nicht mehr drauf. Wichtig ist, dass alle diese Kriege, alle unter dem Vorwand, die Freiheit zu bringen, Demokratie zu bringen, Menschenrechte umzusetzen, geführt wurden. Alle diese Kriege wurden unter dieser scheinbar so menschlichen Losung geführt und sie haben gebracht den Menschen Zerstörung, Not, Tote, Kämpfe,
und Flüchtlingsströme. Das haben Sie erreicht mit den von Ihnen initiierten Kriegen. Und Sie wollen uns, die Menschen, an den Zynismus gewöhnen. An den Zynismus, der sich darin besteht, tränenden Auges dazustehen, wenn die Menschen im Mittelmeer ertrinken, aber Gesetze zu schaffen, die es erschweren, sie zu retten. Das ist Zynismus. Das ist die Linie, die wir haben. Wenn ihr euch im Bundestag war das zu hören und zu sehen in einer richtigen Inszenierung. Im Gedenken an den 8. Mai wurde der Hauptstoß gegen Russland geführt. Gleichzeitig, Sie haben gesagt, Sie gedenken des 8. Mai und führten mit Reden, mit Gesichtern den Hauptstoß gegen Russland. Und im Fernsehen wird verleumderisch gezeigt, so mit diesem Ton der Ablehnung gezeigt, wie großartig die Bevölkerung in Moskau demonstriert hat, wie sie mitgenommen haben, ihre Genossen, die im Kampf gegen den Faschismus gefallen sind. Ihr habt es gesehen mit den Bildern, wie sie gehen. Das heißt also, sie haben diesen Hauptstoß geführt gegen ein Land, gegen einen Staat, das sich nicht unterwirft, das nicht bereit ist, seine Souveränität aufzugeben und das bereit ist, dagegen, gegen die Angriffe anzukämpfen. Und sie haben den Stoß geführt gegen eine Bevölkerung, in der die Mehrheit der Bevölkerung beteiligt war am Kampf gegen den Faschismus, in der die Mehrheit der Bevölkerung Opfer gebracht hat im Kampf gegen den Faschismus. Und sie führen den Kampf, weil es dort so viele, viele gibt, die mit uns gemeinsam bereit sind, gegen Faschismus, gegen Krieg zu kämpfen. Wir, die wir hier zusammen sind, haben eine große Gemeinsamkeit, die besteht darin, dass wir die Kriegsgefahr, die existiert, zeigen wollen. Wir sind gegen Kriegsvorbereitung, Militarisierung und Kriegsbeteiligung, wir alle. Wir sind die Stimme der Mehrheit der deutschen Bevölkerung. Bis jetzt nur die Stimme. Wir müssen sie aber gewinnen, ihre eigenen Interessen zu vertreten. Wenn die Demonstration durch die Dorotheenstraße geht, denkt bitte daran, dass sie zu DDR-Zeiten Clara-Zetkin-Straße hieß. Clara Zetkin, die ihren ganzen Leben den Kampf gegen den Krieg geführt hat. Clara Zetkin, die 1932, und dann habt ihr den Bundestag, den ehemaligen Reichstag vor euch, die 1932 als Alterspräsidentin den Reichstag eröffnete. Sie ist bedroht worden, dass sie da überhaupt hingeht. Sie unter dem Gejohle
der Nazis, die im Saal saßen, hat sie folgenden Aufruf dort vor diesem Reichstag benannt. Das war, sie sagte, wir müssen zusammengehen gegen die Gefahr von Krieg und Faschismus, trotz gesellschaftlicher, religiöser, weltanschaulicher Unterschiede zusammengehen gegen diesen Hauptfeind. Und ja, Clara Zetkin. Und der Brecht, den kann man auch sehen, wenn man auf der Brücke steht und so ein bisschen nach rechts guckt, dann kann man bei der Demonstration, dann kann man ihn sehen. Und Brecht nannte das so. Und die Herren, wer sie auch seien, können auch Damen dabei sein. Und die Herren, wer sie auch seien, sehen unsere Zwietracht gern. Denn solange sie uns entzweien, bleiben sie noch unsere Herren. Deshalb gemeinsam Widerstand leisten. Und nun wollen wir mal sehen, ob wir das hinkriegen. Widerstand! 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 Gegen Krieg! Widerstand! Gegen Kriegshetze! Widerstand! Und an dieser Stelle, liebe Friedensfreundinnen und Friedensfreunde, möchte ich erinnern an alle Opfer des Widerstands in allen von Deutschland besetzten Staaten. Ich möchte auch erinnern an die deutschen Widerstandskämpfer aus dem Militärischen, aus dem Bürgerlichen, aus dem Konfessionellen, aus dem gewerkschaftlichen Bereich, aber auch aus dem kommunistischen Bereich. Es war Richard von Weizsäcker, der als erster deutscher, westdeutscher Politiker den kommunistischen Widerstand ehrte. Wir ehren auch die Leute, die nicht aktiv Widerstand geleistet haben, aber eher den Tod hinnahmen, als ihr Gewissen zu beugen. Und wir ehren die Deserteure der deutschen Wehrmacht. So, bevor Isabel singt, muss ich leider eine Durchsage machen. Und die heißt, diese Veranstaltung hat trotz ganz, ganz viel ehrenamtlichem Engagement, Stunden kostenfreier Arbeit, doch Kosten produziert. Und ich sehe von hier oben immer noch Kolleginnen und Kollegen ohne diesen Button, den man käuflich erwerben kann, um diese Veranstaltung zu finanzieren. Es gibt ganz nette Menschen, die mit Eimern hier rumlaufen. Und bitte helft mit, dass diese Eimer A leer werden, nämlich ohne Button, B voll werden, mit möglichst vielen Münzen, besser noch Scheinen, damit auch diese Veranstaltung finanziert werden kann. Bitte helft uns auch in dieser Hinsicht. Ganz, ganz herzlichen Dank. Für die Deserteure. Verehrte Kanzlerin, verehrter Präsident, ich fürchte, dieses Schreiben wird ohne Antwort bleiben. Obwohl die Sache brennt. Ich soll zum Militär, soll unter die Soldaten, vollbringen Heldentaten, soll tragen ein Gewehr.
Schon mal rief mich der Staat und lehrte mich zu morden und gab mir einen Orden. Ich spiel nicht mehr Soldat. Ich trage kein Gewehr und wenn man mich verachtet und allgemein betrachtet, als einen Deserteur. Darf ich, Herr Präsident, Sie bitte dran erinnern, dass mancher Mensch im Innern ein Herz sein eigen nennt und dieses Herz, das spürt die Schmerzen und die Tränen von all den Eltern, denen man ihren Sohn entführt. Seit ich auf dieser Welt wird so viel Blut vergossen, auf Unschuldige geschossen, verpulvert so viel Geld, sein Gold für Eisen gab. Mein Opa, dafür haben sie ihn zum Dank begraben in einem Massengrab. Ich weiß, Herr Präsident, Sie geben die Befehle. Doch ich habe eine Seele. Das ist es, was uns trennt. Ich bin noch jung und mächt. Was haben von dem Leben, das Gott mir hat gegeben? Das ist mein gutes Recht. Darum bin ich im Stand. Sollt Ihnen das nicht passen, für immer zu verlassen mein Heim und Vaterland. Doch sollte es vorher gelingen, mich zu kriegen, wird's leicht, mich zu besiegen. Ich trage kein Gewehr, ich trage kein Gewehr, ich trage kein Gewehr. Monsieur le Président, je vous fais une lettre, qui vous lirait peut-être, si vous la avez le temps. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter, je m'en vais déserter, je m'en vais déserter. Bravo! Vielen Dank. Ich bin gebeten worden, gleich noch ein Lied hinterher zu singen. Ich habe den Deserteuren Stimme gegeben. Ich möchte jetzt Menschen Stimme geben, die nicht mehr sprechen können, denn sie haben den Mund voll Dreck. Sie sind tot und liegen in den Massengräbern, die jeder Krieg hinterlässt. Da liegen wir und gingen längst in Stücken. Ihr kommt vorbei und denkt, sie schlafen fest. Wir aber liegen schlaflos auf den Rücken, weil uns die Angst um euch nicht schlafen lässt. Wir haben Dreck im Mund, wir müssen schweigen und möchten schreien, bis das Grab zerbricht, und möchten schreiend aus den Gräbern steigen. Wir haben Dreck im Mund, ihr hört uns nicht. Ihr hört nur auf das Plaudern der Pastoren, wie sie mit ihrem Chef vertraulich tun. Ihr lieber Gott hat einen Krieg verloren und lasst euch sagen, lasst die Toten ruhen. Ihr dürft die Angestellten Gottes loben. Sie sprachen schön am Massengrab von Pflicht. Wir lagen unten und sie standen oben. Wir haben Dreck im Mund, ihr hört uns nicht. Da liegen wir den toten Mund voll Dreck. Und es kam anders, als wir sterbend hofften. Wir starben, doch wir starben ohne Zweck.
wie wir gestern schlachten, 4 Jahre Mord und dann ein schön Geläute. Ihr geht vorbei und denkt, sie schlafen fest. 4 Jahre Mord und ein paar Kränze heute. Verlasst euch nie auf Gott und seine Leute. Verdammt, wenn ihr das je vergesst. Bravo! Herzlichen Dank, Isabel, für diese wunderbare musikalische Eröffnung unserer Kundgebung. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, jetzt beginnt gleich der Abmarsch. Ich soll als erstes ansagen, alle die, die sich vorher bereit erklärt haben, das Leittransparent zu tragen, sollen mal zu dem wunderbaren Auto gehen. Lasst doch bitte mal das Auto mit der Friedenstaube durch. Das ist nämlich unsere Spitze und hinter dieser Spitze, die sich irgendwo dort, wo jetzt die Straßenbahn ist, gleich aufstellen wird, bitten wir euch aufzustellen und mit uns, und vielleicht kommen ja noch ganz viele dazu, dann den Marsch durch Berlin zu machen zur Schlusskundgebung. Ich habe aber noch eine ganz wichtige Aufgabe, die ich im Beisein von euch allen erledigen möchte. Und sind alle Menschen willkommen, die eine antifaschistische Grundlage haben, die Faschismus nicht für eine Meinung, sondern für ein Verbrechen halten. Mit denen demonstrieren wir heute, wie wir auch am 13.12. gemeinsam demonstriert haben. Es gibt aber auch Menschen, ohne dass ich sie mit dem ersten Satz gleichsetzen will, die uns nicht willkommen sind. Und ich will deutlich für die Veranstalter erklären, Katrin Oertel ist uns nicht willkommen. Und wir demonstrieren für uns, für Frieden, gegen Nationalismus, Chauvinismus, Verdammung von Minderheiten. Flüchtlinge sind uns willkommen, sie sind ein Teil von uns. Und wer diesen Weg nicht mitgeht, geht den Weg der Humanität und des Friedens nicht mit. Deswegen demonstrieren wir hier für Frieden und Humanität. Und bitte kommt alle mit uns auf diesem Weg und lasst uns auch viele, viele mitnehmen. Wir brauchen uns und euch alle. So, und jetzt sehe ich schon die ersten wunderschönen Transparente und Fahnen nach vorne. Also einfach wegdrehen von mir jetzt, ganz langsam aufbauen. Wir sind wunderbar in der Zeit. Von daher können wir das ganz in Ruhe machen. Die Kamera. Und ihr selber lauter Asse, und man kann's euch nicht beweisen. Aber innen seid ihr Eisen, aber innen seid ihr Dreck. Und ich finde, Dreck muss weg. Alle Arten von Karriere, die bezeichnet ihr als Ehre. Aber ich find's kriminell, und so schnauze und zwar schnell. Es ist schwer genug, auch ohne so eine verschwitzierte Bohne. So durchgestylten Affen, ohne euch könnte man schaffen. Man erkennt euch an den Uhren, an den Schuhen und Frisuren, an Parfümen und am Stil. Außer Stil ist da nicht viel. Eure Fürze, die duften, eure Angestellten schuften, eure Karren alle neu. Ihr seid Weizen, wir sind Spreu. Ihr seid Wahnsinn, wir staunen. Euer Arsch liegt im Daunen, euer Sack wird poliert, während draußen alles friert. Und man kann's euch nicht beweisen, aber innen seid ihr Eisen, aber innen seid ihr Dreck. Und ich finde, Dreck muss weg. Alle Arten von Karriere, die bezeichnet ihr als Ehre, aber ich find's kriminell, also Schnauze und zwar schnell. Naja, Herr Ratz, wir können ja mit Ihrer Art von Kritik durchaus umgehen, denn wir predigen ja den sozialen Reichtum. Ich weiß nicht, ob Sie davon schon gehört haben. Ja, gehört schon oft, gesehen noch nie. Gehört wohl auf die Liste der aussterbenden Arten. Wenn das cool ist, so zu lachen, diese Art von Witz zu machen, dieser Porsche, diese Schuhe, diese schöne Seemannstruhe, Samt und Seide, Schlangenleder. Ja, ich weiß, das hat mich jeder. Wenn das so ist, geiler Stuhl, bin ich lieber anti-cool. Anti-cool. Anti,
Weißen eure Westen sind weiß. Und wie ihr redet, klingt gut. Und wie ihr ausseht, macht Mut. Denn ihr macht keine Fehler. Ihr Partner und Wähler, ihr habt Willen und Recht. Geile Schnitte, geiler Hecht. Und man kann's euch nicht beweisen. Aber innen seid ihr Eisen. Aber innen seid ihr Dreck. Und ich finde, Dreck muss weg. Alle Arten von Karriere, die bezeichnet ihr als Ehre, aber ich find's kriminell, also schnapse und zwar schnell. Dankeschön. Ja, wir sollten euch und wollen euch auch gerne hier musikalisch empfangen. Und wir haben jetzt ein Lied mitgebracht, das geht da um die neue deutsche Stärke, denn vor ein paar Jahren, gar nicht so lange her, war Deutschland ja noch ein Land, das stolz drauf war, schwach zu sein. Das ist leider vorbei. Ich fand das eigentlich ganz gut und auch historisch richtig. Heutzutage ist es so, dass wir zwar ein Grundgesetz haben, das uns verbietet, Angriffskriege zu führen, aber die politische Logik kann ja ganz leicht umgedreht werden. Wir dürfen uns nur verteidigen. Es ist natürlich merkwürdig, dass wir das in Afghanistan und Somalia tun. Also insofern muss das Deutsche Reich ja wieder sehr expandiert haben, wenn das notwendig ist. Und da wir ja, oder viele leider in unserer Gesellschaft, diese Sehnsucht nach neuer deutscher Stärke haben, haben wir das einfach mal ein bisschen auf den Punkt gebracht und ein Lied gemacht über den Panzerfahrer Jupiter. Sein Vater war ein Nazi, seine Mutter war das auch. Er sang die deutsche Hymne bereits in ihrem Bauch. Er lernte früh marschieren, sein erstes Wort war Heil und übte dann mit Tieren und einem Hackebeil. Das scheiße Braunes fand schon immer ungerecht. Dass er groß und stark ist, das ist für andere schlecht. Er schlug er seine Lehrer, er schlug er seinen Hund und der Bundeswehr verehrer. Und das aus gutem Grund, denn der Panzerfahrer Jupiter verschmilzt mit dem Gefährt, wenn er sich fürs deutsche Volk gegen andere Panzer wehrt. Zwar sind die nur Attrappe, provisorisch aufgestellt, aber Deutschland spielt ja wieder eine Rolle in der Welt. Wer ist klasse, dort lebt er sich gern aus. Er fühlt sich seiner Rasse geborgen und zu Hause. Er kann uns mal ernst und mal zeigen, was er kann. Er lernte früh marschieren, er ist ein deutscher Mann. Zwar kann er nicht gut denken und zählen nur bis 10, aber schießen oder lenken, ihr solltet ihn mal sehen. Er sagt auf jede Frage immer nur jawohl. Das gibt Gehalt zu Lage, klingt ja auch so toll. Denn der Panzerfahrer Jupiter hat schon allerhand erlegt. Wilde Enten, Schweine, Kühe, alles was sich draußen regt. Lieber wird er ja auf Russen oder Polen mit Gesicht. Kleine Türken seine Trägen schließen doch das Dorf vernicht. Wenn wo Krieg ist, und das ist ja dauernd Krieg von den meistens fernen Ländern und dem alliierten Sieg. Er schießt ja nur Attrappe, wenn er nur Attrappe darf. Doch in Deutschland endlich wieder, dann schießt er wieder scharf. Lasst uns also dafür sorgen, dass die Welt was friedlich wird. Selbstorganisierte Schafe brauchen schließlich keinen Hirt. Vielleicht lässt es sich erreichen, dass ihn das so sehr verdrießt, dass Herr Jupiter verpanzert, schließlich auf sich selber schießt. Dankeschön. Vielen Dank. Ja, es folgen ja noch ganz, ganz viele Beiträge, deswegen haben wir nur ein ganz kurzes musikalisches Programm, aber wir sind heute Abend auf dem Breitscheidplatz. Wir spielen da richtig mit der vollen Bandbesetzung. Wir haben auch zwei ganz tolle Musiker aus Flüchtlingslagern mit uns mit. Also wenn ihr da heute Abend nochmal vorbeikommen wollt, ab 8:30. Und
beim Thema Krieg und Frieden ist ja immer, also mir fällt dann immer ein, dass es ja eigentlich eine Welt wäre, die ein Paradies sein könnte. Wir haben den Mammut überwunden und den Säbelzahntiger. Es gibt eigentlich überhaupt keinen Grund dafür, aufeinander einzudreschen. Es gibt auch keinen Grund dafür, dass irgendwo Menschen verhungern. Der einzige Grund ist eigentlich unser sehr zweifelhafter menschlicher Charakter. Und wenn man dann ganz ehrlich ist, ist es natürlich auch immer noch eine Kolonialpolitik, die überall herrscht. Es sind bewusste Kriege, inszenierte Kriege. Und das ist natürlich schrecklich. Und dieses Land traditionell mischt immer ganz vorne mit. Und ich finde schlimm, dass zum Beispiel irgendwo, also sehr oft, soziale Einrichtungen geschlossen werden, Heime für missbrauchte Kinder, alles mögliche, überall fehlt Geld. Und dann gibt es eine Bankenkrise und dann sind plötzlich Millionen und Milliarden da. Und das eigentlich Schlimme ist gar nicht, dass es so ist, das ist schon schlimm genug. Aber noch schlimmer ist, dass wir uns das alles bieten lassen, dass wir einfach uns daran gewöhnt haben. Und deswegen wollen wir heute unser kleines Intro-Programm mit diesem Lied abschließen. Es ist ein sehr kämpferisches Lied. Das Lied von der schlafenden Armut. Das Unrecht läuft heute in feinere Kleider und tötet leise per Unterschrift. Es ist umgeben von höflichen Neidern und wandelt die goldenen Worte in Gift. Es lächelt in Güte, wenn es zertritt. Es spricht von der Freiheit hinter den Mauern und von dem leider unendlichen Recht. Das Unrecht kann sehr überzeugend bedauern. Auf dem Buckel Brücken des Geldes gebaut, wird das Schicksal geschaukelt zwischen den Toten. Man macht sich mit Depressionen vertraut und mit Stählern werden den Boden. Der Kaufpreis erfreiert, dass wir immer das Geld, die es haben, werden es sicher nicht teilen. Das gierigste Tier plündert die Welt mit barmherzigen Gesten und blutigen Teilen. Ihr Schönen, ihr Edlen, ihr Gerechten, ihr feiert euch selber voll Leidenschaft. Aber hört ihr den Ruf aus den dreckigen Nächten auf die schlafende Armut, auf die Armut hat Kraft. Es werden die Krüppel, die Bettler, die Alten, es werden die, die ihr fortwerft wie Dreck, plötzlich erscheinen in eurer kalten Welt aus Bilanzen, Konto und Scheck. Sie kommen aus ihren Löchern wie Ratten, die Blicke von Elend und Hilflosigkeit, da klettert die Angst über eure Krawatten, bis ihr nach Schutz oder Sicherheit schreit. Ihr könnt sie wie immer zertreten, zerschlagen, in die hintersten Necken bringen wie Vieh. Zwischen Gewalt und verzweifelten Klagen wird ihre Zahl so groß wie noch nie, noch nie, noch nie, noch nie, noch nie. Aber kaum ist es dunkel, sperrt ihr euch ein und bemerkt nicht, wie draußen der Hunger schreit. Es könnten Millionen Schreiende sein, eure Fenster verschlucken Geräusche aus Leid. Habe ich etwa vergessen, mein Ferrari mit Kaviar einzuschmieren? Nicht, dass der Nieselregen seinen Lack zerkratzt. Ach ja, man kann sich in der Welt des Geldes vortrefflich amüsieren. Erst die Menschen in die Särge treten und dann in Särge investieren. Ihr Schönen, ihr Edlen, ihr immer Gerechten, ihr feiert euch selber voll Leidenschaft. Aber hört ihr den Ruf aus den dreckigen Nächten auf die schlafende Armut, auf die Armut hat Kraft. Das war Strom und Wasser. Heute Abend sind wir nochmal am Breitscheidplatz. Haltet durch, macht's gut. Ganz herzlichen Dank und Sie haben mir schon die Abmoderation weggenommen, weil ich wollte auch nochmal daran erinnern, dass ihr heute Abend
noch einmal zu hören seid auf dem Friedensfestival am Breitscheidplatz. Also, wer heute Abend nichts Schöneres vorhat, als dorthin zu gehen, herzlich willkommen heute Abend noch einmal. Erstmal herzlichen Dank. So, und jetzt kommen wir zu dem nächsten Teil und ich muss vorher an was erinnern. Links und rechts von mir stehen Sie, die lieben Kolleginnen und Kollegen mit dem blauen Eimer. Wer noch keinen Button hat, wer noch nicht mitgeholfen hat, diese Veranstaltung zu unterstützen und zu finanzieren, bitte, jede Spende ist hochwillkommen und hilft, uns diese Veranstaltung zu finanzieren und die nächste mit vorzubereiten. Ich kündige jetzt ein Doppelpack an. Ich fange von hinten an. Der Kollege, der jetzt gleich in 7 oder 8 Minuten sprechen wird, den hätte ich gerne als Bundespräsidenten gehabt. Ich freue mich ganz herzlich schon mal zu grüßen Peter Sodan, der gleich zu uns sprechen wird. Peter, du wirst dann eingeführt werden von Dieter Dehm. Und Dieter ist als Musiker, als Politiker, als Friedenskämpfer seit ganz, ganz vielen Jahren mit uns unterwegs. Und bevor die Kundgebung heute begonnen hat, gab es vom Band Musik von Künstler für den Frieden eine Veranstaltung, wo Dieter Dehm damals schon mit dabei war. Und ich freue mich, Dieter, dass du heute bei uns bist und jetzt zu uns singen wirst und uns sicher auch einige Sätze sagen wirst. Dieter und Rainer Dent, ihr habt die Bühne. Herzlichen Dank, dass ihr heute mit uns hier seid. Vielen Dank. Vielen Dank. Kann man jetzt ein bisschen lauter machen? Kann man 10 Tage lauter machen? Hier hört es gut? Nein! Nein! Das hier hört schlecht. Wo ist der Tisch? Nein. Das muss da hinten geregelt werden. Das ist lauter hier. Und nicht während des Gesangs leiser werden, das haben wir noch nicht abgeschaut. So. Also wir wollen 2 Lieder am Anfang, anschließend gibt es da noch den Chor, den Michael Letz leitet. Michael Letz ist ja ein Urgestein der Liedermacherbewegung. Er war und ist der musikalische Leiter des sagenumwobenen Oktoberclub. Also das ist Michael Letz am Klavier. Genau. Also wir wollen am Ende dann nochmal mit seinem Kinderchor zusammen auftreten und jetzt erstmal 2 Lieder machen. Ich singe dieses Lied von Bertolt Brecht und Hanns Eisler, weil ich es singe natürlich, um Menschen zu überzeugen, die vielleicht ein bisschen zu viel Hoffnung in ihre Heimat setzen, vielleicht ein bisschen zu viel Hoffnung in die Stabilität einer Familie setzen, also konservativ sind. Und ich möchte gern, dass Menschen nicht meine Meinung annehmen, aber mit mir ins Gespräch kommen darüber, damit wir darüber reden können, was wir mehr tun können gegen Krieg und gegen die verdammten Verbrecher, die am Krieg profitieren. Und deswegen überzeuge ich Menschen, auch wenn sie anderer Meinung sind, und ich mache das nicht übers Knie gebrochen, sondern ich mache das mit Geduld, so wie Bertolt Brecht das empfohlen hat. Aber ich kämpfe auch für das Verbot von Nazis und der NPD. Ich kämpfe für das Verbot von Nazis, weil Faschismus ist keine Meinung, die sich auf die Meinungsfreiheit berufen darf, sondern Faschismus ist ein Verbrechen. Und natürlich demonstriere ich und singe ich dieses Lied auch gegen alle möglichen Hakidas, Pegidas und Menschen, die glauben, andere hassen zu dürfen und das propagieren zu dürfen, weil sie Juden sind, weil sie Muslime sind oder weil sie einer anderen Überzeugung haben. Ich möchte, dass wir völlig klar sind in dieser Frage. Wir ringen um Menschen, auch wenn sie anderer Meinung sind, aber wir kämpfen konsequent gegen den Faschismus, so wie es auch Familienangehörige von mir geschworen haben in Buchenwald, als Buchenwald sich befreit hat und dann auch die Befreiung vor 70 Jahren vom Faschismus erfolgt ist. Deswegen dieses Lied von Bertolt Brecht, von der Judenhure Marie Sanders. In Nürnberg machten sie ein Gesetz,
Darüber weinte manches Weib, das mit dem falschen Mann im Bette lag. Das Fleisch schlägt auf in den Vorstädten, die Trommeln schlagen mit Macht. Gott im Himmel, wenn sie etwas vorretten, wäre es heute Nacht. Marie Sanders, dein Geliebter hat zu schwarzes Haar. Besser, du bist heute nicht mehr zu ihm, wie du zu ihm gestern warst. Das Fleisch schlägt auf in den Vorstädten, die Trommeln schlagen mit Macht. Gott im Himmel, wenn sie etwas vorretten, wäre es heute Nacht. Mutter, gib mir den Schlüssel, es ist alles halb so schlimm. Der Mond sieht aus wie immer. Das Fleisch schlägt auf in den Vorstädten, die Trommeln schlagen mit Macht. Gott im Himmel, wenn sie etwas vorretten, wäre es heute Nacht. Eines Morgens, früh um 9, fuhr sie durch die Stadt im Hemd, um den Hals ein Schild, das Haar geschoren, die Gasse johlte, sie blickte kalt. Das Fleisch schlägt auf in den Vorstädten, das Streicher redet heute Nacht. Gott im Himmel, wenn sie nur ein Ohr hätten, wüssten sie, was man mit ihnen macht. Nein, jede Form von Rassenhass ist nach der Shoah immer mit der Shoah verbunden. Wenn es Rassenhass, wenn es Antisemitismus ist, und Antisemitismus, das hat Moshe Zuckermann so klug gesagt, ist, wenn ich Menschen hasse, weil sie Juden sind. Ich kritisiere Netanyahu, weil er eine imperialistische Politik macht, nicht weil er Jude ist. Ich kritisiere Barack Obama, nicht weil er dunkelhäutig ist, sondern weil er eine imperialistische Politik macht. Das ist das Besondere. Es hat nichts mit irgendeinem, weil er ist, zu tun, sondern was er macht, zu tun. Das ist das Entscheidende. Also jedenfalls ist diese Art von Rassismus heute immer verbunden mit dem, was in Auschwitz geschehen ist. Es wird sich niemals mehr freisprechen können. Und jeder, der irgendwo einen sieht, soll sagen, es führt dahin, dass industriell Menschen vergast werden. Es führt dahin, dass damit Krieg geführt wird. Mit diesen Phrasen werden Menschen umgebracht. Deswegen überlege dir, was du sagst, und sei sorgsam mit deinen Worten. Das ist, glaube ich, die Botschaft, die auch Brecht immer mit diesem Lied verbunden hat. Und ich möchte jetzt ein Lied singen, das vorhin von Isabel gesungen worden ist, auf dem Hackischen Markt. Das ist meine Version von Bella Ciao. Ich habe eine eigene geschrieben, weil mehr das Liebeslied in diesem Partisanenlied zum Ausdruck kommen sollte. Und ich singe es deswegen, weil ich hoffe, dass wir den Antideutschen und anderen Propagandisten niemals auf den Leim gehen, unseren wunderbaren Antifaschismus gegen Political Correctness einzutauschen. Sondern der Antifaschismus ist das Entscheidende. Und der Antifaschismus hat rote Kerne, weil der Faschismus immer ein Wesen hatte. Überall auf der Welt hat er die organisierte Arbeiterinnenbewegung versucht zu zerstören. Deswegen ist der Antifaschismus immer auch Kampf gegen Antikommunismus und immer auch Kampf gegen Gewerkschaftsfeindlichkeit. Weil die organisierte Arbeiterinnenbewegung war immer weltweit, bei all den verschiedenen Gesichtern des Faschismus, immer weltweit diejenige, die am meisten unter ihm zu leiden hatte. Er war mal völkisch, er war mal dieses, er war mal jenes, aber überall von Pinochet, Hitler, Mussolini bis argentinischen Militärobristen oder griechischen Militärobristen. Überall hat er versucht, Gewerkschaften und linke Parteien zu zerschlagen. Und deswegen darf man dem Political Correctness niemals auf den Leim gehen. Die sind gegen alles Mögliche. Aber Antikommunismus und Gewerkschaftsfeindlichkeit, das lassen sie schön außen vor. Und deswegen dieses Lied für die italienischen, für die griechischen, für die jugoslawischen Partisanen. Bella Ciao in einer etwas
mehr Liebeslied vor. An ihrer Schulter, da wird es hell schon. Oh Bella, ciao, Bella, ciao, Bella, ciao, ciao, ciao. Es war so warm hier, an ihrem Arm hier. Da draußen werd ich bald schon frieren. Es war so warm hier, an ihrem Arm hier. Da draußen werd ich bald schon frieren. Kann nicht gut schießen und krieg schnell Angst auch. Oh Bella, ciao, Bella, ciao, Bella, ciao, ciao, ciao. Soll ich ein Held sein, dem das gefällt? Nein, verfluchter Krieg, verfluchter Feind. Soll ich ein Held sein, dem das gefällt? Nein, verfluchter Krieg, verfluchter Feind. Sah Blut an Hütten, sah Frauen bitten. Oh Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. Den kleinen Luca, der erst 14 Jahre war, ich hab zu lang nur zugesehen. Den kleinen Luca, der 14 Jahre war, ich hab zu lang nur zugesehen. Ihr in den Bergen, heut komm ich zu euch. Oh Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. Was kein Kommando und kein Befehl kann, ich werd heute Partisan. Was kein Kommando und kein Befehl kann, ich werd heute Partisan. Wenn ich am Dorfplatz mal tot herumlieg, oh Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, 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 dann sagt der Priester statt einer langen Predigt, nie mehr Faschismus, nie mehr Krieg. Dann sagt der Priester statt langer Predigt, nie mehr Faschismus, nie mehr Krieg. Nur noch den Kuss hier, kommt einer nach mir. Oh Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. Dem wünsch ich Zeiten, wo man so eine wie dich nicht mehr verlassen muss. Dem wünsch ich Zeiten, wo man so eine wie dich nicht mehr verlassen muss. Dankeschön, am Klavier Michael Letz. Und jetzt will ich euch einen der großartigsten Schauspieler der Republik ankündigen. Rainer hat mir ja die Pointe schon vorweggenommen. Er wäre natürlich viel besser Bundespräsident geworden als dieser schreckliche Gauck. Was haben wir damals am 13. Dezember gerufen? Gauck, Gauck, der nichts taugt, außer nur zu Kriegsklamauk. Hat sich wenig dran geändert. Wie auch immer. Aber vor allen Dingen, das war ja nur eine winzige Episode, diese Kandidatur, war er der erfolgreichste Intendant, der wirklich schwarze Zahlen geschrieben hat in Halle. Und ich behaupte mal, er wird das nicht wiederholen. Auch einer der Gründe, wenn ein Roter schwarze Zahlen schreibt, dass er von diesem Amt abgelöst wurde. Also, das ist passiert und naja, es war nicht so schön. Er ist mitunter noch als Kommissar ehrlicher zu sehen. Herzlich willkommen, Peter Sodann. Halt, Peter! Darf ich mal? Mann. Ja, sag mal, geht's noch? Peter, ich liebe dich! Du bist mein Schauspieler! Du hast ein Kumpel! Peter, du bist es! Das ist ja, du brauchst Peter, wenn du jetzt ein bisschen ruhig bist, ja. Ey, du, aber mach dich immer so gern mit dir. Du lebst noch! Ich danke dir! Naja, also gut, lass du mich jetzt mal reden. Gut. Also, natürlich, wenn man hier oben steht, hat man ein bisschen Bammel. Meine letzte Rede habe ich mal gehalten, das war an der... Ja, schön, dass du meinen Namen nennst, ich bin ehrlicher. Da waren viel mehr da, das war zum Beginn des Irakkrieges. Heute... Lauter. Wie auch immer, lauter oder was? Es ist eine etwas längere Geschichte und eine Geschichte meiner Kindheit. Und zwar so, damals war ich 8,5 Jahre ungefähr, da kamen die Russen. Es kursierten auch immer besorgniserregende Gerüchte über den Ausgang des Krieges.
Die Russen seien jetzt schon kurz vor Bautzen, hieß es. Sie würden sich rechts der Elbe festsetzen und die Amerikaner links der Elbe. So sei der Grenzverlauf zwischen den Alliierten abgesprochen. Die Angst vor den Russen war groß. Wo sie hinkämen, wussten sie, wüteten sie wie die Barbaren. Hieß es weiter, sie sennen auf Rache, vergewaltigten die Frauen und plünderten nach Herzenslust. Meine Vorstellung vor den Russen war im Wesentlichen durch einen Lexikoneintrag im Dollheimers großes Buch des Wissens geprägt. Das war ein nationalsozialistisches Nachschlagewerk, das mir unter russischen Gesichtspunkten ein bisschen was über die slawischen Völker erzählte. Die Abbildung des Russen war dergestalt, dass ich infolge des ausgefallenen Endsieges nun mit dem Schlimmsten rechnen musste. Das Bild zeigte keinen vertrauenswürdigen, mit Verstand und Mitleid ausgestatteten Menschen, sondern einen nur den eigenen Trieben gehorchenden Wesen. Ich glaubte das. Ich war ein Kind der Zeit. In der Schule hatte man uns Lieder eingetrichtert, die wenig kindgerecht waren, aber eine wunderbar eingängige Melodie hatten. Totenköpfe rollen, Totenköpfe rollen, Totenköpfe rollen auf der Kegelbahn. Blut, 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 Blut muss fließen, Knippelhagel dick. Wir pfeifen auf die Freiheit der Sowjetrepublik. Ich habe dieses Lied bis heute nicht vergessen können. Gedankenlos übernahmen wir die Ideologie. Für meine Mutter stand fest, dass wir uns auf die amerikanische Seite der Elbe durchschlagen müssen. Sie vergrub das gute Geschirr im Garten, damit wir nicht mit leeren Händen dastünden, falls wir zurückkämen. Es wurde seinerzeit viel Familiensilber und Edeltafelgeschirr vergraben. Mit einem Handwagen voller Habseligkeiten flüchteten wir zu meiner Tante Martha, die auf der linken Seite der Elbe wohnte. Dort warteten wir in aller Ruhe auf die Amerikaner und auf das Ende des Krieges. Das Ende des Krieges kam aber nicht. Und auch die Amerikaner kamen nicht. Weder die Amerikaner auf der linken noch die Russen auf der rechten Seite. Offenbar ließen sie sich etwas Zeit mit dem Siegen. Wir warteten eine Woche, wir warteten zwei Wochen und noch viel länger. Aber nichts tat sich. Das Warten auf die Sieger wurde uns langweilig. Moment, kleiner Moment. Die Tage in unserem Unterschlupf bei Tante Martha gingen dahin, ohne dass fremde Uniformen gesichtet wurden. Verspätete sich der Frieden nur empfindlich oder hatte der Krieg gar eine Pause eingelegt? Nach drei Wochen des Wartens hatten wir Heimweh. Also packten wir unsere klapprigen Handwagen wieder auf, flüchteten nach Hause zurück auf die rechte Seite der Elbe. Meine Mutter grub das Geschirr aus und stellte es zurück in den Schrank. So erwarteten wir in stiller Furcht die Ankunft der Russen in Weinböhler. Meine Mutter, meine Tante, Gertrud, ihre Schwester und ich. Anfang Mai, es war der 4. oder 5. Mai, kamen die Russen schließlich doch. Eines schönen Morgens waren sie plötzlich da, als wären sie vom Himmel gefallen. Wie eine unwirkliche Erscheinung aus einer anderen Welt standen sie in unserer Straße. Ein LKW nach dem anderen, ordentlich einander aufgereiht und mehr. Wie zu einer Parade die ganze Wilhelm-Gustloff-Straße entlang. Von unserem Fenster aus hatte ich einen hervorragenden Überblick. Die Mannschaftswagen waren mit Plan bedeckt, darunter saßen Soldaten, jede Menge aneinander gedrängte Soldaten, einer neben dem anderen, nur zwischen ihren Knien war ein wenig Platz für ihre Maschinenpistole. Die Autokolonne mit den regungslosen Russen stand eine Ewigkeit still. Nichts rührte sich, keiner stieg aus, niemand rief irgendetwas. Absolute Stille. Bis sich schließlich eine Wagentür langsam öffnete und eine riesenhafte Gestalt ausstieg. Ich wunderte mich, dass solch ein Hühner in dieser kleinen Fahrerkabine passte. Seinen prächtigen Schulterstücken nach zu urteilen, musste er ein hoher Offizier sein. Der Mann stand genau vor unserem Haus und schaute suchend an unserem Fenster hoch. Ich hielt den Atem an, meine Mutter erstarrte, in der Hoffnung, er könnte uns vielleicht übersehen, bewegten wir uns nicht.
Er ging zu unserer Gartenpforte und öffnete sie. Sie hatte einen Drehknopf, mit dem der russische Offizier offenbar nicht zurechtkam. Sicherlich ungehalten rüttelte er daran herum. Mutter und ich hofften, er würde schnell aufgeben. Das schlichte Tor würde sich als unüberwindliches Hindernis für den Abgesandten der Roten Armee erweisen. Er würde die Lust verlieren und einfach woanders hingehen. Aber im nächsten Moment hörten wir seine schweren Stiefel auf unserer Holztreppe. Wir standen ehrfurchtsvoll in der Küche aufgereiht, die Frauen und ich. Der Russe hatte ein fremdes, unmongolisches Aussehen, genauso wie ich es aus einem Nazi-Lexikon kannte. Er musterte uns kurz, ging schnurstracks zum Herd, öffnete die Ofenklappe und gestikulierte im Hinausgehen mit den Händen, wir sollten Feuer machen. Da war er dabei. Wir sagten keinen Mucks, sondern versuchten so unauffällig wie nur möglich seinem Befehl nachzukommen. Als er zurückkam, hatte er eine gerupfte und ausgenommene Gans im Arm und zwei Einweggläser mit Birnen und Pflaumen. Es waren deutsche Einweggläser, wie sie auch meine Mutter benutzte. Er musste sie aus irgendeinem Keller mitgenommen haben. Jetzt standen sie unerhört appetitanregend auf unserem Küchentisch. Kartoschka, Kartoschka, rief der russische Offizier unentwegt. Er wies meine Mutter in seiner Sprache an, Kartoffeln zu schälen und die Gans zu braten. Wir verstanden ihn irgendwie in dieser Situation, versteht man wohl jede Sprache. Draußen herrschte nach wie vor Totenstille, nichts regte sich, niemand außer unserem stattlichen Offizier war ausgestiegen. Die Wagenkolonne stand wie vor Erschöpfung eingeschlafen vor unserem Haus. Wir mussten den Tisch decken, also erwarteten wir liebe Gäste und uns zu ihm zu setzen. Die drei Frauen und ich nahmen auf der einen Seite des Tisches Platz, der Russe ließ seinen gebratenen Gans auf der anderen und gemeinsam saßen wir dieses unerwartet üppige Mahl. Während er auf dem Gänsefleisch herumkaute, zog der Russe ein Foto aus seiner Uniformjacke. Darauf war ein Steg zu sehen, der auf einen See hinausführte und idyllisch von Schilf umrahmt war. Das Foto musste an irgendeinem fernen Sommertag entstanden sein. Auf dem Steg stand eine junge Frau in einem leichten, bunten Sommerkleid und neben ihr ein kleiner Junge. Der Junge zeigte auf meine Mutter und mich und dann auf sein Foto. Er sagte noch etwas auf Russisch, aber in dem Moment war uns schon klar geworden, dass das auf dem Foto seine Frau und sein Sohn waren. So viel Familiensinn wirkte beruhigend auf uns. Vielleicht kamen wir ja glimpflich davon und es blieb bei der Verköstigung eines hungrigen russischen Offiziers und Familienvaters. Plötzlich wurde draußen Leuchtturmmunition abgefeuert. Unser Besucher riss den Topf mit dem halben Glas, mit der halben Gans vom Tisch, rannte die Treppe hinunter und verschwand, mitsamt der Beute in seinem Auto. Die Wagenkolonne setzte sich in Bewegung und verließ unsere Straße. Der Krieg hatte für den Offizier wohl nur eine kleine Pause eingelegt. Das war unsere erste Begegnung mit einem Russen. So wurde bei Böhler, bei Meißen damals vom Faschismus befreit. Hier habe ich noch die Gegenseite. Dies eine war vor, jetzt nach dem Krieg. 1946 begannen die ersten Russen wieder ihre Heimat zu besuchen. Und das ist die kleine Rede eines Sergeanten, gehalten im Dorf Atamanowka jenseits des Urals. Leute, ich kann nicht gut reden. Und besser wäre, wenn jetzt jemand anders da wäre zum Reden. Aber was heißt auch reden? Was heißt reden, wo wir gesiegt haben? Solche Worte sind noch nicht erfunden, das richtig zu sagen. Wir haben es ausgehalten und durchgestanden und haben dem tollwütigen Vieh
dem verfluchten Hitler das Rückgrat gebrochen. Ich war draußen. Ich weiß, was war. Beim dran denken kocht's in mir. Ihr wisst das alles. Jetzt kommen alle meine Kameraden, wer noch leben geblieben ist, nach Hause. Dass das Leben weitergeht. Verloren haben wir viel. Sehr viel. Wo der Krieg war, ist die Erde ein Stück höher geworden von den Kriegern. Erde ist mehr geworden, Ende weniger. Was soll ich da reden? Wir hätten es draußen absolut nicht aushalten können, wenn ihr hier zu Hause nicht gewesen wäret. Der Mann geht auf den Feind los, voll Hass. Und die Frau hält ihm durch sich und die Familie das Herz weich, dass es nicht zu Stein wird. Ohne euch hätten wir nichts zustande gebracht. Und gäbe es diesen Tag nicht. Unser Land ist groß. Riesig. Riesig ist unser Land. Aber ohne unser kleines Dorf Atamanowka wäre es nicht abgegangen. Wir waren an der Front. Ihr habt uns geholfen. Stehen wir auf, Leute, um den heutigen Tag anzusehen, was die Augen hergeben und ihn uns zu merken für alle Ewigkeit. So ein Krieg war noch nie und also auch noch nie so ein Sieg. Und das wollen wir feiern, Leute. ...1952 zum Weltfriedenskongress, zum Völkerkongress für den Frieden Wien 1952, spricht Herr Brecht, Bertolt Brecht, das Gedächtnis der Menschheit für erduldete Leiden ist erstaunlich kurz. Die Vorstellungsgabe für kommende Leiden ist fast noch geringer. Die Beschreibung, die der New Yorker von den Gräueln der Atombombe erhielt, schreckten ihn anscheinend nur wenig. Der Hamburger ist noch nicht umringt, ist noch umringt von Ruinen und doch zögert er die Hand gegen einen neuen Krieg zu erheben. Die weltweiten Schrecken der 40er Jahre scheinen vergessen. Der Regen von gestern macht uns nicht nass, sagen viele. Diese Abgestumpftheit ist es, die wir zu bekämpfen haben. Ihr äußerster Grad ist der Tod. Allzu viele kommen uns schon heute vor wie Tote, wie Leute, die schon hinter sich haben, was sie vor sich haben. So wenig tun sie dagegen. Und doch wird mich nichts davon überzeugen, dass es aussichtslos ist, der Vernunft gegen ihre Feinde beizustehen. Lasst uns das tausendmal Gesagte immer wieder sagen, damit es nicht einmal zu wenig gesagt wurde. Lasst uns die Warnungen erneuern. Und wenn sie schon wie Asche in unserem Munde sind, denn der Menschheit drohen Kriege, gegen welche die Vergangenen, wie armselige Versuche sind. Und sie werden kommen, ohne jeden Zweifel. Wenn denen, die sie in aller Öffentlichkeit schon wieder vorbereiten, nicht die Hände zerschlagen werden. Danke. Und jetzt noch mal kurz ein paar Worte in eigener Sache. Ich möchte erinnern an die
Helfer und Helferinnen mit den blauen Eimern. Diese Demo hat im Vorfeld sehr viel Geld gekostet und wir freuen uns, wenn ihr in diese blauen Eimer ein paar Euros oder Rubel oder Dollars hineinwirft, damit wir die nächste Demo wieder organisieren können. Gut, und jetzt darf ich vorstellen, Peter Wittig und Margarete Steinhäuser. Peter Wittig ist der Leiter des Simon Dach Projekttheaters. Ich habe von ihm eine wunderbare Inszenierung gesehen des Hellen Haufens von Volker Braun. Und er wird im September wieder ein Stück auf die Bühne bringen, und zwar ein russisches. Und zwar die Leningrader Romanze von Alexei Arbusow. Jetzt aber, heute für uns, singt er ein russisches Lied von Jewgeni Jewtuschenko. An dieser Stelle möchte ich den Völkern der Sowjetunion danken. Sie haben das größte Opfer gebracht. Ich möchte auch danken den Soldaten der Roten Armee. Die Soldaten der Roten Armee haben den Hauptanteil an unserer Befreiung. Und ich finde es beschämend, dass unsere Bundeskanzlerin und unser Bundespräsident nicht gestern nach Moskau gefahren sind zum Tag der Befreiung, zum Tag des Sieges. Stattdessen wird weiter gehetzt gegen Russland und die NATO reißt immer weiter Russland ein. Russland muss sich ja nur dagegen wehren. Deshalb umso schöner, dass wir jetzt ein russisches Lied hören. Meinst du, die Russen wollen Krieg? Ich habe dieses Lied gelernt vor 50 und einigen Jahren, als es noch ganz neu war, habe ich in der Schule gelernt. Es ist gerichtet an die ehemaligen Verbündeten. Es bezieht sich auf den 25. April 1945, als Angehörige der Roten Armee und der US Army sich an der Elbe bei Torgau in den Armen lagen. Es ist kaum noch vorstellbar, dass es so etwas einmal gegeben hat. Na, soll sie verstimmt sein, egal. Ob die Russen Krieg wollen? Спросите вы у тишины. Над ширью пашни полей und Feldern. И у березы тополей. Frag die Birken und die Pappeln. Спросите вы у тех солдат, что под березой лежат. И вам ответят их сыны. Хотят ли русские, хотят ли русские, хотят ли русские войны? Не только за свою страну, они погибли в ту войну. Sondern dass die Menschen der ganzen Erde nachts ruhig schlafen können. Und fragt jene Soldaten, wer kämpfte, wer an der Elbe umarmte, wir sind dieser Erinnerung treu. Ob die Russen Krieg wollen. Да, мы умеем воевать, aber wir wollen nicht, dass wieder Soldaten im Krampf fallen auf unserer bitteren Erde. Спросите вы у матери, спросите уже meine Frau, und dann müsst ihr doch begreifen, ob die Russen Krieg wollen. Russkie, meine. Ganz, ganz herzlichen Dank für dieses Lied. Ich kündige jetzt eine Frau an, die gerne hier selber gestanden hätte.
die aber wegen ihrer Buchlesung und ein Buch, eins ihrer Bücher heißt Russland muss man einfach lieben. Das hat sie als ARD-Korrespondentin geschrieben. Gabriele Krone-Schmalz ist auf Dichterlesung, kann deswegen heute nicht hier sein. Sie hat uns aber ein Grußwort übermittelt und einer ihrer Kollegen, Eckhard Sieker, die vielleicht einige von euch noch vom Monitor her kennen, wird dieses Grußwort jetzt verlesen. Ecki, ich freue mich, dass du hier bist und vor allen Dingen freue ich mich, dass es dir gelungen ist, dieses Grußwort mitzubringen. Herzlichen Dank dafür. Ja, herzliche Grüße und toll, dass doch noch eine ganze Menge da sind an diesem wichtigen Tag. Gabi Krone-Schmalz ist eine der Journalistinnen und von in diesem Bereich, die mal genauer hingeguckt haben. Also das, was genau alle Journalisten machen sollten und dann vor einiger Zeit rausfand, dass dieses EU-Assoziierungsabkommen so etwas enthält wie Paragraphen zur militärischen Kooperation zwischen EU und der Ukraine, was diesem EU-Assoziierungsabkommen einen völlig anderen Charakter gab. Sie ist eine der wenigen, die hingeguckt haben, was man sollte, und es veröffentlicht haben, was aber die meisten anderen der Kollegen nicht weiter interessierte. Bis heute ist das jedenfalls nicht bekannt, dass welchen Charakter dieses Abkommen hatte in Wirklichkeit, ein trojanisches Pferd. Nun zur Rede von Gabi. Immer dann, wenn in einem Gesellschaftssystem Schein und Sein verwechselt wird, die Träger der Macht zwar mit hohlen Worten und dem verdächtigen Pathos der Ideologen die Werte beschwören, auf denen unsere Demokratie basiert, aber ihr Handeln dem allzu häufig diametral widerspricht. Immer dann gilt es wieder von den Selbstverständlichkeiten zu reden. Diese Worte stammen aus dem Jahr 1995. Gesagt hat sie damals Wilhelm von Sternburg, der ehemalige Chefredakteur des Hessischen Rundfunks. Und zwar in seiner Rede mit dem Titel »Das Ende der Aufklärung oder die Medien als Ware«. Reden wir also von den Selbstverständlichkeiten. Dazu gehört, dass es Aufgabe von Journalisten ist, Politik zu erklären und nicht Politik machen zu wollen. Das heißt, zu informieren, so neutral und umfassend wie möglich und peinlich genau darauf zu achten, nicht mit zweierlei Maß zu messen. Und es heißt auch, sich so gut es geht an Fakten zu orientieren. Fakt ist, am 9. Februar 1990 hat der damalige US-amerikanische Außenminister James Baker gegenüber seinem sowjetischen Amtskollegen Schewardnadse und Präsident Gorbatschow von, Zitat, eisenfesten Garantien gesprochen, dass, wie es in deklassifizierten Akten des State Departments heißt, dass weder die Jurisdiktion noch die Streitkräfte der NATO nach Osten verschoben werden, wenn Moskau mit der NATO-Mitgliedschaft des Vereinten Deutschlands einverstanden sei. Fakt ist auch, die NATO-Osterweiterung hat stattgefunden und soll weiterhin stattfinden. Auf der Agenda der USA steht das seit 1993. Es gibt keinerlei Anzeichen dafür, dass sich daran etwas ändert. Ganz im Gegenteil. Und das ist ein eklatanter Bruch der damaligen Vereinbarung. Im Westen ist das mehr oder weniger vergessen. Im Bewusstsein der Menschen in Russland ist es nach wie vor mit einem Wortbruch verbunden. Mit der NATO-Osterweiterung hat das mühsam aufgebaute Vertrauen erste Risse bekommen. Das Gebot der Stunde damals wäre der Aufbau einer Sicherheitsarchitektur gewesen, in die Russland einbezogen ist. Das wurde aus welchen Gründen auch immer versäumt. Kommen wir also nun zu dem, was überhaupt nicht selbstverständlich war und ist. Ende der 1980er Jahre öffnete sich die Sowjetunion in ungeahnter Weise und ging vertrauensvoll auf den Westen zu. Ganz besonders auf Deutschland. Dieses Verhalten kann man gar nicht hoch genug einschätzen angesichts der Tatsache, dass Hitler Deutschland, die Sowjetunion überfallen und mit einem beispiellosen Vernichtungskrieg überzogen hat. Statt kollektiver Schuldzuweisung und Unversöhnlichkeit verzeihen für ein ganzes Volk, in dem die Täter noch nicht ausgestorben waren. Mir fällt kein anderes Land als die Sowjetunion bzw. Russland ein, wo sich ein vergleichbares Verhalten so ausgeprägt gezeigt hätte. Selbstverständlich ist das überhaupt nicht.
Was für eine Chance für einen dauerhaften Frieden. Diese Chance für einen ehrlichen und dauerhaften Frieden wahrzunehmen und zu ergreifen, ist trotz aller derzeitigen Umstände weiterhin eine moralisch-historische Verpflichtung. Wir sind es unseren Kindern schuldig, dass sich unsere politischen Entscheidungen an der Erhaltung des Friedens orientieren und niemals an parteipolitischer Profilierung oder langlebigen Klischees. Diese sind vielmehr zu entlarven, notfalls gegen all das, was als politisch korrekt gilt. Es ist im ureigenen Interesse der EU, Russland als Partner zu haben. Wer diese Chance vertut, riskiert, dass Europa im Machtkampf künftiger Großmächte zerrieben wird. Als Willy Brandt, der zusammen mit Egon Bahr Historisches in der deutschen Ostpolitik geleistet hat, 1989 in Moskau die Ehrendoktorwürde der Lomonossow-Universität zuteil wurde, hat er Michail Gorbatschow gefragt, was er sich in diesen schwierigen Zeiten vom Westen wünsche. Gorbatschows Antwort: Verständnis. Ein solches Verständnis sollte im Gedenken an die 27 Millionen Menschen der Sowjetunion, die durch den deutschen Faschismus ihr Leben verloren haben, eine Selbstverständlichkeit sein. Danke. Ich freue mich, Ihnen vorstellen zu dürfen, die russische Schauspielerin Wladyslawa Kaslowskaja. Sie wird Ihnen ein Lied von Bulat Akhudzhava singen, Pajolanie Druzjam. Wunsch an die Freunde. Es geht in diesem Lied kurz gesagt darum, dass wir füreinander Verständnis haben sollen, dass wir uns mehr loben sollen und dass wir zueinander freundlich sein sollen. Vlada. Высокопарных слов не стоит опасаться. Давайте говорить друг другу комплименты, ведь это все любви, счастливые моменты. Давайте горевать и плакать откровенно, то вместе, то поброс, а то попеременно. Не стоит придавать значение злословью, поскольку грусть всегда соседствует с любовью. Давайте понимать друг друга с полуслова, чтобы, ошибившись раз, не ошибиться снова. Давайте жить во всем друг другу потакая, тем более, что жизнь короткая такая. Vielen Dank, Wladyslawa Kozlowskaja. Und jetzt möchte ich Ihnen, euch, eine kleine Geschichte erzählen. In Japan lebte seinerzeit ein kleines Mädchen, das war 12 Jahre alt, und es erkrankte durch den Atombombenabwurf über Hiroshima. Und es erkrankte natürlich an dieser Radioaktivität. Und es fing an, Kraniche zu falten. Die Kraniche sind nämlich in Japan ein Symbol für den Frieden. Und es heißt, wer 1000 Kraniche faltet, der wird wieder gesund. Sadako
so hieß das Mädchen, schaffte nur 643. Jetzt gibt es in Berlin ein Jugend-, Kinder- und Jugendensemble. Das hieß früher, es ist schon 50 Jahre alt, hieß früher Musik und Bewegung. Und in den 80er Jahren hat es sich umbenannt in Sadako. Und das wird jetzt für uns singen. Der Leiter ist Michael Letz. Wir haben ihn vorhin schon gehört, zusammen mit Dieter Dehm. Bitte, Sadako. Das erste Lied wird sein, ein lange nicht mehr öffentlich gespieltes, denke ich, und lange nicht gehörtes Friedenslied aus der DDR, nämlich von Gisela Steinecker, der Text und die Musik von Klaus Schneider, Frieden wie das eigene Leben heißt dieses Lied. Zu der natürlich auch übrigens noch jüngere Kinder bis hin zum Kindergartenalter dazugehören, ist es in vielen Sprachen der Welt zu singen. Und da haben wir uns gedacht, es wäre vielleicht angebracht, wenigstens von den vier Siegermächten die Sprachen erklingen zu lassen. Und haben uns zunächst ausgesucht, das Lied des sowjetischen Komponisten Jewgeni Krylatow, Lastochka. Das ist ein Frühlingslied, das kann man im Mai ja ruhig auch mal singen.
nächste Lied in englischer Sprache kennt, glaube ich, auch jeder. Französisches Tanzlied aus der Bretagne. Kommt er nachher nochmal zum großen Schlussfinale. So, und jetzt möchte ich jemanden ankündigen, der auch gerne heute hier gewesen wäre. Aber es gibt leider auch andere Verpflichtungen. Aber er war dankenswerterweise bereit, zwischen seinen vielen Terminen in dieser Woche auch noch einen mit uns zu machen. Und wenn ihr jetzt nach rechts auf die Leinwand guckt, werdet ihr gleich nach einigen Bildern des zerstörten Berlins, das ist einfach nochmal daran erinnern soll, wie es hier ausgesehen hat 1945, werdet ihr Oscar Lafontaine sehen. Und Oscar Lafontaine hat dieses Video für euch produziert, um dieser Veranstaltung
die er für ungeheuer wichtig fand, seine Grüße zu übermitteln. Grüße, die uns erinnern sollen, dass auch über heute hinaus das Ringen um den Frieden eine große, weite Aufgabe bleibt. Und Oscar Lafontaine hat auch gesagt, wenn mal wieder auch mit ihm heute Abend oder heute Nachmittag auf der Videoleinwand, und vielleicht hat der, der es noch nicht verstanden hat und noch keinen Button hat, erinnert sich vielleicht, dass auch diese Videoleinwand ein bisschen Geld gekostet hat. Und wer noch in einen der Eimer, die es hoffentlich noch gibt, obwohl ich gar keinen mehr sehe, noch nichts hineingeworfen hat, der möge es bitte noch machen. So, ich hoffe, Oscar Lafontaine ist fertig. Die Grußbotschaft von Oscar Lafontaine für diese Demonstration auf der großen Leinwand. Ich muss irgendwas überbrücken, kriege ich von hinten gesagt. Das ist jetzt eigentlich ganz schwierig. Ich will aber ganz kurz überbrücken. Erst zum Überbrücken. Wir hätten uns möglicherweise ein paar mehr gewünscht. Aber 2000 ist immerhin eine gute Zahl. Und wenn ihr nächstes Mal alle welche mitbringt, dann schaffen wir auch wieder größere Zahlen. Also verteilen wir mal die Aufgabe zum nächsten Mal. Wir haben uns wirklich intensiv bemüht. Und jetzt gucken wir mal, jetzt habt ihr den Oscar Lafontaine. Liebe Freundinnen und Freunde, wir denken in diesen Tagen an das Ende des Zweiten Weltkrieges. Nach dem Krieg wussten alle, wir müssen daraus die Verpflichtung ableiten, dass von deutschem Boden nie wieder Krieg ausgehen darf. Heute müssen wir leider feststellen, dass von deutschem Boden wieder Krieg ausgeht. Ich meine die Drohnenkriege des amerikanischen Präsidenten. Wir stellen unser Territorium dafür zur Verfügung. Die Forderung muss die sein, es muss sofort Schluss sein mit diesen Drohnenkriegen, bei denen es sich um rechtswidrige Morde handelt und zu denen Deutschland niemals Hilfestellung geben darf. Es bleibt aber nicht nur bei den Drohnenkriegen. Wir sind auch über die Waffenlieferungen in alle Welt verwickelt in kriegerische Auseinandersetzungen. Ich denke an den Krieg im Jemen. Es ist unglaublich, dass wir einer Diktatur, die die Menschenrechte mit Füßen tritt, nämlich Saudi-Arabien, Waffen liefern, mit denen dieses Land dann Krieg im Vorderen Orient führt. Es ist so oft von der Wertegemeinschaft die Rede. Allein wenn man diese beiden Handlungen sieht, weiß man, dass die beschworenen Werte Lippenbekenntnisse sind. Wir müssen uns nur in Erinnerung rufen, dass der amerikanische Präsident, der diese Drohnenmorde befehligt, den Friedensnobelpreis erhalten hat. Jetzt blicken wir alle in die Ukraine und wir stellen uns die Frage, wie es zu diesem Krieg kommen konnte. Wir müssen feststellen, dass leider auch Deutschland dazu beigetragen hat, dass diese kriegerischen Auseinandersetzungen jetzt wieder entstanden sind. Warum? Die NATO-Osterweiterung war, wie George Kennan es gesagt hat, der entscheidende Fehler der amerikanischen Außenpolitik nach dem Kriege. Und er hatte vorausgesagt, schon vor Jahren, dass dies wieder zur Renationalisierung führen würde, zum Militarismus und zum Kalten Krieg. Und genau dort sind wir jetzt wieder angekommen. Und es ist wirklich eine Schande, dass das Versprechen, das wir gegeben haben, dass wir nämlich nach der deutschen Wiedervereinigung im Wort stehen, die NATO nicht zu erweitern und alles dafür zu tun, dass sie nicht sich immer weiter vorschiebt nach Russland, dass wir dieses Versprechen nicht eingehalten haben. Es ist an der Zeit, dass die deutsche Außenpolitik sich grundlegend ändert. Wir brauchen eine eigenständige europäische Außenpolitik, die sich aus dem Schlepptau der Amerikaner löst. Und wir brauchen eine Außenpolitik, die nicht auf Interventionskriege setzt und die nicht versucht, in Afrika neuen Kolonialismus mit kriegerischen Mitteln durchzusetzen. Bei allem, was wir in diesen Tagen sehen, denke ich immer an Jean Jaurès, den großen französischen Sozialisten, der schon den Ersten Weltkrieg verhindern wollte. Er sagte, der Kapitalismus trägt den Krieg in sich, wie die Wolke den Regen. Und in der Tat, wenn wir uns die kriegerischen Auseinandersetzungen in den letzten Jahren vergegenwärtigen, müssen wir erkennen, dass immer wirtschaftliche Interessen
die Grundlage dieser Kriege waren. Das gilt für den Vorderen Orient, das gilt aber auch für die Ukraine. Dort wollen amerikanische, angelsächsische Firmen Fracking-Gas erschließen und wollen den Markt, der bisher von russischem Gas beliefert wurde, selbst beliefern. Wir brauchen wirklich eine Umkehr. Wir brauchen aber auch einen Neuanfang in der Friedensbewegung. Es war jahrelang viel zu still. Ja. Wir dürfen nicht glauben, es bliebe so, wie es jetzt ist. Wir sind in einer gefährlichen Situation und nur eine starke Friedensbewegung kann dazu beitragen, dass die deutsche Politik sich ändert. Wir müssen uns an den Händen fassen und müssen wieder zusehen, dass viele Menschen auf die Straße gehen und sagen, diese Politik wollen wir nicht. Wir wollen, dass es wirklich so ist. Von deutschem Boden darf niemals wieder Krieg ausgehen. Wurde ja schon längst, aber gut. Liebe Friedensfreundinnen und Friedensfreunde, und jetzt freue ich mich ganz besonders, Rolf Becker ankündigen zu dürfen, der hier die ganze Zeit schon so geduldig gewartet hat. Er ist uns allen bekannt durch Film, Funk und Fernsehen und durch seine schönen Bühnenprogramme. Ich habe vor etlichen Jahren sein Heinrich-Heine-Programm, das war das erste, was ich von ihm gesehen habe in Hamburg, und das ist mir noch so stark in Erinnerung. Aber wir kennen ihn natürlich auch durch seine Aktivitäten in der Friedensbewegung, in der Gewerkschaftsbewegung. Er setzt sich ein für die Lampedusa-Flüchtlinge und für das griechische Volk und für Mumia Abu Jamal, aber vielleicht erzählt er euch das am besten selbst. Rolf Becker. Dank euch allen. Dank für euer Kommen. Dank fürs Aushalten über den langen Zeitraum. Dank vor allen Dingen den vielen Jugendlichen, die uns begleitet haben auf dem langen Weg durch Berlin, auch wenn sie sich mittlerweile zum größeren Teil abgesetzt haben. Es ist schon angesprochen worden von Dieter Dehm. Ich möchte das noch ein wenig ergänzen. Wir kommen hier nicht zusammen, gerade nicht, wenn wir von den Jugendlichen sprechen, denen, die das durchsetzen müssen, woran wir gescheitert sind, die weiterführen müssen, das, was uns nicht gelungen ist, durchzusetzen. Wir können von ihnen nicht erwarten, dass sie sozusagen als ausgebildete Marxisten hier bei uns erscheinen. Die Widersprüche sind notwendig. Die Einheit steht am Ende der Widersprüche, wenn sie ausgetragen sind. Ich will versuchen, dazu beizutragen. Es hat ein Phänomen gegeben auf dieser Demo, die mich mitveranlasst, das Folgende zu klären. Es war eine Gruppe da von Pegida-Leuten mit einem Transparent, mit der Aufschrift gegen braune, grüne und rote Faschisten. Diese Gruppe ist Gott sei Dank abgedrängt worden. Wir sollten darauf achten, dass sie an unseren Demonstrationen, dass wir so klar werden in unseren Forderungen, in unserem Auftreten, dass sie nicht wagen, sich uns künftig noch anzuschließen. Ich zitiere dazu, um klarzumachen, denen es vielleicht nicht so bewusst ist, was Leute wie, also was Konfusionsstifter, möchte ich sagen, wie Jürgen Elsässer beitragen. Ich zitiere einiges. Da sagt er, Pegida als Volksbewegung ist vielleicht die letzte Chance, die wir haben, um dieses Volk zu retten. Hört euch das an, ja. Oder weiter. Das deutsche Volk, die deutsche Nation, der deutsche Staat wird ja aus mehreren Richtungen bedroht. Meine Vision, eine deutsche Nationalfreiheits- und Souveränitätsbewegung. Also, was er meint, ist Nationalismus statt Internationalismus. Und da heißt es von unserer Seite klipp und klar, nein. Diese seit einiger Zeit zunehmende Konfusion in der Frage, warum seit 1989 mehr
und mehr Kriege geführt werden. Seit 1999 mit dem Bombardement Jugoslawiens. Da hinten ist ein großes Transparent lange Zeit gewesen, das daran erinnert hat, dass 1999 der erste Angriffskrieg Deutschlands seit 1939 gegen Jugoslawien gerichtet war. Der Beginn der imperialistischen Versuche, die Ukraine zu lösen, zur Sorge gesteigert, dass mit dem erneut drohenden Angriff auf Russland die Katastrophe eines dritten Weltkrieges Wirklichkeit werden kann. Das alles verlangt von uns Antwort. Ich will versuchen, mich dieser Antwort anzunähern. Lasst uns zurückgehen ins Jahr 1973. Ich will einen Zusammenhang versuchen aufzuzeigen. Damals die Ölpreiskrise. Und die Ölpreiskrise führte trotz relativem Gleichgewicht damals noch zwischen Ost und West Anfang der 80er Jahre zur sogenannten Nachrüstung, der Stationierung der Pershing-2-Raketen im damaligen Westdeutschland. Mittelstreckenraketen, die von Deutschland aus die Sowjetunion bedrohten. Das änderte sich 1989, unerwartet zum Teil für die Kapitalisten. Da eröffneten sich neue Möglichkeiten, dem Fortschreiten der weltweiten wirtschaftlichen Krise zu begegnen. Bereits ab 1991 betreibt die Bundesrepublik, also 2 Jahre nach der sogenannten Wiedervereinigung, betreibt die Bundesrepublik die Zerschlagung Jugoslawiens durch die völkerrechtswidrige Anerkennung seiner Teilrepubliken. 8 Jahre bevor der Krieg ausbricht. Die USA beginnen 1990 den zweiten Golfkrieg. 1999 dann der schon erwähnte Überfall auf Jugoslawien. Der Afghanistan-Krieg 2001, der dritte Golfkrieg 2003. Beide Kriege dauern an in veränderter Form. Seit Beginn der keineswegs beendeten weltweiten Wirtschaftskrise registrieren wir bei gleichzeitiger Ausdehnung der EU mit dem Vorrücken der NATO in Richtung Baltikum die fortschreitende Einkreisung Russlands, die ja auch Oskar Lafontaine eben angesprochen hat. Lass uns zurückgehen. Die Kapitalisten, sagt Brecht, wollen keinen Krieg, sie müssen ihn wollen. Sie haben keine andere Möglichkeit, ihre Krisen, wenn sie sich zuspitzen, zu lösen. Sie haben nur 2 Möglichkeiten. Ich zitiere. Einerseits durch die erzwungene Vernichtung einer Masse von Produktivkräften. Andererseits die Vernichtung von Produktivkräften, das heißt Stilllegung von Fabriken, Auslagern von Produktion ins Ausland, Entlassung von Arbeitenden. Und andererseits können sie die Krise bis zu einer gewissen Grenze lösen durch die Eroberung, oder sie glauben, sie lösen zu können durch die Eroberung neuer Märkte und das heißt durch Krieg. Wodurch also, so endet das Zitat, dadurch, dass sie allseitigere und gewaltigere Krisen vorbereiten und die Mittel, den Krisen vorzubeugen, verhindern, vermindern. Das Zitat ist aus dem Kommunistischen Manifest. Die Einsicht ist alt. Zum Ausplündern der Länder, auch das ist kurz angesprochen worden, gehört das, was wir in Griechenland beobachten. Und da muss ein Problem angesprochen werden. Er war hier jetzt im Abgeordnetenhaus, er hat in Hamburg sprechen können, Manolis Glesos, der 1941, kurz nach dem Einmarsch der deutschen Wehrmacht, die Hakenkreuzfahne von der Akropolis geholt hat. Das, was dort angerichtet worden ist, nicht nur dort, auch in anderen Ländern, das bedarf, soweit man gut machen kann, zumindest
des materiellen Ausgleiches dem Nachkommen der Verpflichtung, Reparationen zu leisten. Es ist eine Schande, dass nach den Verbrechen, die nach Russland und Polen in Griechenland die wohl schwersten waren während des Zweiten Weltkrieges, sich nach wie vor, ob Frau Merkel dort drüben oder Herr Schäuble, weigern, einen Cent dafür zu zahlen, sich rausreden auf irgendwelche juristischen Kniffligkeiten, als ob dadurch das Leid, das einem Volk zugefügt worden ist, aufgehoben werden könne. Und noch ein kleiner Beitrag zur Klärung mit einem Zitat von Bertolt Brecht aus Faschismus und Kapitalismus. 1935 geäußert, in einer ähnlich bedrohlichen Situation wie die, in der wir uns heute befinden. Da schreibt Brecht oder sagt Brecht in Paris, die Geschäfte des Kapitalismus sind nun in verschiedenen Ländern, ihre Zahl wächst, ohne Roheit nicht mehr zu machen. Manche glauben noch, es ginge doch, aber ein Blick in ihre Kontobücher wird sie früher oder später vom Gegenteil überzeugen. Das ist nur eine Zeitfrage. Es kann in einem Aufruf gegen den Faschismus keine Aufrichtigkeit liegen, wenn die gesellschaftlichen Zustände, die ihn mit Naturnotwendigkeit erzeugen, in ihm nicht angetastet werden. Wer den Privatbesitz an Produktionsmitteln nicht preisgeben will, der wird den Faschismus nicht loswerden, sondern ihn brauchen. Die große Wahrheit unseres Zeitalters, mit deren Erkenntnis noch nicht gedient ist, ohne deren Erkenntnis aber keine andere Wahrheit von Belang gefunden werden kann, ist es, dass unser Erdteil in Barbarei versinkt, weil die Eigentumsverhältnisse an den Produktionsmitteln mit Gewalt festgehalten werden. Was nützt es da, etwas Mutiges zu schreiben, aus dem hervorgeht, dass der Zustand, in dem wir versinken, ein barbarischer ist, was wahr ist, wenn nicht klar ist, warum wir in diesen Zustand geraten. Wir müssen sagen, dass gefoltert wird, weil die Eigentumsverhältnisse bleiben sollen. Freilich, wenn wir dies sagen, verlieren wir viele Freunde, die gegen das Foltern sind, weil sie glauben, die Eigentumsverhältnisse könnten auch ohne Foltern aufrechterhalten werden, was unwahr ist. Wir müssen die Wahrheit über die barbarischen Zustände in unserem Land sagen, damit das getan werden kann, was sie zum Verschwinden bringt. Nämlich das, wodurch die Eigentumsverhältnisse geändert werden. Wir müssen es ferner denen sagen, die unter den Eigentumsverhältnissen am meisten leiden, an ihrer Abänderung das meiste Interesse haben, den Arbeitenden und denen, die wir ihnen als Bundesgenossen zuführen können. Denn wir können die Wahrheit über barbarische Zustände nicht erforschen, ohne an die zu denken, die darunter leiden. Noch etwas zum Tag der Befreiung. Unsere Forderung, den 8. Mai als Feiertag durchzusetzen, die erfordert die Klärung des Widerspruchs, den die Worte beinhalten. Befreiung von und das andere, Befreiung wofür? Es gibt Beispiele für die unterschiedlichsten Wahrnehmungen des Endes der faschistischen Herrschaft in Deutschland, damit des Kriegsendes. Sie ließen sich vervielfachen. Befreit fühlten sich alle, die unter den Schergen des Dritten Reiches gelitten haben. In den Konzentrationslagern, in Gefangenenlagern, in den Lagern der Zwangsarbeiter, als Zwangsarbeiter in den Industriebetrieben, als politische Gefangene in Gefängnissen, in Zuchthäusern, Folterkammern, als Deserteure, soweit sie sich versteckt halten konnten. Aber fühlten sich befreit
die ihnen gegenüberstanden, die Herren der deutschen Industrie, die Wirtschaftsmanager, die Führer und Gefolgschaften der SS und SA, ihre Handlanger in Presse und Rundfunk, Richter, Staatsanwälte, nicht nur vom Volksgerichtshof, die Masse der kleineren und größeren Mitläufer, fühlten sie sich befreit? Und was ist mit der Masse einfacher Soldaten, die, wie es bei Wolfgang Borchert heißt, nach Hause kamen und dann doch nicht nach Hause kamen? Draußen vor der Tür fanden sie sich wieder. Mit den noch weit größeren Massen, die das alles über sich mehr oder weniger hatten ergehen lassen, erlitten haben oder auch weniger erlitten haben, die viel gewusst haben und sich später nicht mehr erinnern konnten. Um zu einem Verständnis zu kommen, keine Sorge, ich führe das jetzt nicht auf, schnell, ja, müssen wir zurückgehen auf die Jahreszahl 1933. Ich erwähne nur eine Tatsache. Ich halte es für den dunkelsten Fleck in der Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung. Etwas, was ich nie wiederholen darf. Nicht, dass sie kapituliert hat, sondern dass sie kampflos kapituliert hat. Anders beispielsweise als in Griechenland, wo die Arbeiterschaft niedergerungen wurde, die weiter gekämpft hat im Bürgerkrieg, wieder die Niederlage erlitten hat, die den Kampf wieder aufgenommen hat gegen die Obristen. Da liegt die Orientierung. Die Widersprüche innerhalb des imperialistischen Lagers, die das Zusammengehen der USA, Englands mit der Sowjetunion im Zweiten Weltkrieg ermöglicht hatten. Zwei imperialistische Staaten, die relativ friedliebend waren gegenüber den aggressiven imperialistischen Staaten der Achsenmächte, also Deutschlands, Japans und ihrer Satelliten. Dieser Gegensatz existierte mit dem Ende des Dritten Reiches nicht mehr. Da war nur noch der alleinige Gegner der Ostblock, die Sowjetunion, die sozialistischen Staaten. Die Elbe war nicht nur eine politische, sie wurde zur gesellschaftlichen Grenze zwischen zwei gegensätzlichen Wirtschafts- und Gesellschaftssystemen. Auch diese Grenze existiert heute nicht mehr. Aber umso deutlicher wird, was wir angesprochen haben, was wirklich Ursache der Aggressivität des Kapitalismus ist: die Überproduktion, die immer gründlichere Ausbeutung vorhandener Märkte, siehe Griechenland, kommt an ihre Grenzen. Damit wird aktueller und aktueller die Vorbereitung neuer Kriege. Was wir wahrnehmen hierzulande, ist darüber hinaus der schleichende Prozess in den Medien des Umschlagens von Information in Propaganda. Die Überwachung der Bevölkerung, auch unserer Bevölkerung. Die zunehmenden Einschränkungen des Grundgesetzes, der Grundlagen der europäischen Demokratien münden ein in einen Prozess zunehmender Faschisierung. Dazu, und damit mache ich auch wirklich jetzt Schluss, noch ein Zitat von Thomas Mann vom 26. August 1947. Ich kürze es ab. Es fängt an: Ich ahne bestimmt, dass die Slawen aus Osteuropa, 1947, 26. August, dass die Slawen aus Osteuropa mit den vereinten Kräften des Westens werden wieder hinausgeworfen werden und Deutschland bis auf die Ukraine wohl alles erhält, was Hitler wollte. Und wenige Tage später schreibt er an Agnes Elisabeth Meyer: Man wird den Kontinent Deutschland anvertrauen. Aber ob ein deutsches Europa ein europäisches Deutschland bedeuten wird, ich zweifle. Auf Macht wird es wieder hinauslaufen und mir graut vor deutscher Macht. Soweit Thomas Mann.
Wenn wir heute fordern, dass der 8. Mai, zum Feiertag wird, zum Tag der Befreiung, dann verbinden wir damit die bislang nicht eingelösten Forderungen, die Antwort auf die Frage, befreit, wofür, steht nach wie vor aus. Nach wie vor geht es darum, den Schwur vom Buchenwald einzulösen. Vernichtung des Faschismus mit seinen Wurzeln, Aufbau einer neuen Welt des Friedens und der Freiheit. Nein zu Faschismus und Krieg. Auf Dank. So, ganz, ganz herzlichen Dank an Rolf Becker fürs Durchhalten und für diesen hochinteressanten, tollen Beitrag. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich mache jetzt zwei Ankündigungen und dann können wir noch mal gemeinsam singen. Also noch nicht abhauen, wir sollten das hier gemeinsam bis zum Ende bringen. Erste Ankündigung: Stoppt den US-Drohnenkrieg, Mittwoch, 27. Mai, 11 Uhr, Mahnwache vor dem Deutschen Bundestag. Aus Anlass einer ganz aktuellen Debatte dazu, zum Thema brauche ich, glaube ich, hier nichts zu sagen. Und die nächste Protestaktion zu Rheinmetall gibt es auch. Nähere Informationen findet ihr im Internet am 12. Mai um 9 Uhr vor der Hauptversammlung von Rheinmetall. Rheinmetall entrüsten. Warum Russ und Russerex voller Verbrechen ist, ist, glaube ich, auch heute wieder deutlich geworden. So, und jetzt hinter mir haben sich alle aufgestellt. Ich danke euch allen, die ihr durchgehalten habt bis zum Schluss. Wir sehen uns wieder. Herzlichen Dank fürs Kommen. Der Friede muss auf der Straße erkämpft werden. Wir haben heute wieder einen Beitrag dazu geleistet. Wir kommen wieder. Das sagen wir all denen, die heute nicht da sind, aber sonst hier um uns herum sitzen. Und der Friede muss von uns errungen worden. Herzlichen Dank an euch nochmal für die musikalische Umrahmung, für tolle Beiträge. Und ihr seid jetzt dran. Wir wollen gemeinsam noch ein Lied von Brecht und Eisler singen. Und Brecht, meisterlich beschreibt er die Demarkationslinie zwischen vernünftigem nationalen und irrationalen nationalistischen Denken, indem er über das Land sagt, und weil wir dieses Land verändern, lieben und beschirmen wir es, und das Liebste mag's uns scheinen, so wie anderen Völkern ihr's. Die Kinderhymne. Ist beendet. Das muss ich sagen, damit ihr alle gut nach Hause kommt. Tschüss und bis zum nächsten Mal.